Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Steel Ocean. Ich werde jetzt heute die Japaner spielen, weil die Amerikaner natürlich ja am Montag, heute den einen zumindest, dann kamen die Briten, dann die Deutschen und jetzt die Japaner. Ich starte gleich mit meinem Lieblingsboot und dann werden wir mal schauen, wie weit ich damit komme. Also gestern hatte ja mal wieder die ganzen doppelten EPs noch mit der anderen durchgespielt und da hatte ich mit denen immer so teilweise 4, 5 Abschüsse gehabt. Das fand ich richtig nice. Ich hoffe, das wird jetzt auch wieder so eine Runde, wo ich so 4 Abschüsse kriege. Mein Fubuki. Aber ich glaube nicht. Auf dieser Runde bin ich irgendwie immer am Sterben. Okay, die meisten Abschüsse, die ich gemacht hatte, waren auch immer mit den Torpedos gewesen. Weil der hat ja 9 Stück war es, glaube ich, an der Zahl. Mal nachschauen. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ja, 9 Stück an der Zahl. Ach, und jetzt leckt das hier auch noch. Gestern hatte ich auch diese Runde gespielt, da hatte ich nur 2 Abschüsse, da bin ich hier hinten rumgefahren. Ja, ich habe auch gleich hier gestartet, bin ich hier rumgefahren. Dann habe ich die große Imponente angegriffen. Ich könnte das jetzt auch wieder probieren, aber da sind schon zu viele andere auf der rechten Seite. Deswegen werde ich jetzt probieren, hier irgendwie mich links durchzumogeln. Dann halt von der anderen Seite angreifen. Also oben rechts ist schon mal der auch die zwei U-Boote sind schon mal da. Oben rechts müsste der Flugzeugträger sein, weil von da gerade Flugzeuge gestartet sind. Naja, auf jeden Fall schon mal getroffen. Jetzt mal schauen, ob ich hier hinten lang komme. Da ist schon mal ein schweres Schiffchen. Also mittelschwer. Ach, warum lässt er sich jetzt so schwer steuern? Ist das da mein Internet? Was für ein Ping habe ich? Steht das hier? Ach, da oben. 56. So. Wir haben da ist er. Der böse Flugzeugträger. Excellent, good shot.
Ach, falsche Taste. So. Und treffe ich den auch? Das war mein zweiter Kill. Okay, dann haben wir jetzt die beiden. Los. Ja, komm schon. Ja, okay. Ja. Auch richtig. Meine Güte. Schon wieder so eine schöne Runde hier. Zwei da. Das U-Boot da. Hat jetzt die vier Schüsse. Den einen von der Abfeuer. Den anderen Feuer da. Oh, schön. Und den habe ich auch noch liegen. Das war doch mal wieder eine schöne Runde. Nice, nice. Vier Kills. Ach, ich fühle mich gut. Drei Medaillen gekriegt. Bei fünf Kills hätte ich gerade noch eine Medaille gekriegt. Aber egal. Drei reichen erstmal. Das erste Spiel heute. So, dann starten wir gleich das nächste U-Boot-Match. Geschafft, Marine.
Oh, das geht aber schnell heute. Ich bin richtig beeindruckt. So. U-Boot, U-Boot. Der Stefan, der rote Hund, fährt U-Boot. Aber mit U-Boot wenig gut. Aber trotzdem möchte ich mindestens ein U-Boot spielen. Bei den Amis wird es ja dann ab morgen ein Flugzeugträger werden. Auch wenn ich die Punkte nicht voll kriege. Ich habe den schon fast voll, die Punkte. Bei dem Flugzeugträger habe ich ja schon, aber bei den anderen Schiff, was ich da noch freischalten muss. Waren ja zwei, das andere habe ich gestern noch freigeschaltet. Da hat die auch richtig gute Runde gehabt. Mit 2200 EPs gekriegt. Ja. Das fand ich richtig nice. Muss ich mal so sagen. Wie viele Punkte habe ich denn gerade gekriegt? Oh, weiß ich gar nicht. Muss ich mir nachher noch anschauen. Aber der Fubu, wie ist denn der Fubuki? Mit dem bin ich bislang am besten unterwegs. Weil der ist ziemlich schnell. Der macht gut Schaden, wenn er trifft. Also, der war ja natürlich auch schon ganz ausgebaut. Okay, jetzt ist er ganz ausgebaut. Ey, ich habe gerade einen Rang gekriegt. Ich habe jetzt das Weinstrische hier. Da. Warte ich nur ein. Ich bin in meinen Rang gestiegen. Nice. Das U-Boot hat hier auch kleine Geschütze, das sind auch gut. Na? Aber ich bin auch schon. So. Einmal kurz stehen bleiben, damit sie nicht mehr wissen, wo ich bin. Das U-Boot fährt dann nach rechts. Ah, wenn ich jetzt abfeuere, könnte es passieren, dass mein Freund da reinfährt. Das U-Boot steht da. Oh mein Gott. Da kommt ein Torpedo. Inbound Torpedo, watch out! Torpedo incoming! Evasive maneuvers! Ah, voll daneben. Obwohl, lenkt er rein? Nee, bestimmt nicht. Auftauchen.
weiter vor? Ja, der fällt genau rein. Ah, mein Ochs hier auch noch 5 Sekunden. Ich muss auftauchen. Ich sag ja, mit den U-Boot kann ich nicht spielen. Da bin ich so schlecht drin. Naja. Egal. Ich hoffe, euch hat die kleine Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.